Ein verschissenes Klo, ne schönes Bild, um die Jubiläumsfolge von Monstrum zu beginnen. Willkommen zur 10. Ja, tatsächlich. Unfassbar, wie weit wir schon gekommen sind. Weit ist gut. Ja, was die Folgenanzahl betrifft zumindest. Weit im Sinne von erfolgreicher Flucht ist dem Herrn Dattel natürlich noch nicht viel gelungen. Aber, wie ich schon sagte, euch wird das wohl gefallen. Egal, wir fangen am Deck 5 an und gucken mal, was wir Schönes finden. Außer Monstern hoffentlich. Nee, ich will nicht raus. Draußen ist kalt. Hab schon ein paar weitere Tipps von euch bekommen in den Kommentaren. Dankeschön dafür. Was ist denn das? Ein Stundenplan? Ich weiß es nicht. Ein Smashable. Nehmen wir mit. Und hallo, noch ein Smashable. Zum Beispiel habt ihr Infos über den lila Launebärgeist geschrieben. Und zwar ist er in der Nähe, wenn das Licht anfängt zu flackern. Und ich nehme an, dann sollten wir ganz schnell wegrennen. Ah, blöde Kamera, Klappe, Klappe. Oh. Oh Mann, ich dachte gerade, es wäre das Klebeband. Ist es nicht. Hier sind nur Smashables. Bringt mir alles nix. So ein Driss hier. Ah. So, natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder einen lustigen Shanty. Da bin ich übrigens ein bisschen enttäuscht. Ihr solltet doch in die Kommentare Wunsch-Seemannslieder schreiben, was ihr gerne hören möchtet. Kein einziger hat einen Wunsch geschrieben. Oder soll das einfach heißen, ihr kennt keine Seemannslieder? Ihr enttäuscht mich, ihr Lieben. Also, ab in die Kommentare Seemannslieder. Ich kontrolliere die Hausaufgaben zur nächsten Folge und wenn dann nicht mindestens ein Schüler einen schönen Seemanns-Song in die Kommentare schreibt, den ich hier schmettern werde in der nächsten Folge, dann gibt's für die ganze Klasse Nachsitzen. Und hitzefrei fällt aus. Richtig. Na gut, für diese Folge habe ich mir selbst nochmal einen Song rausgepickt. The fuck? Was? Was ist da hinter mir her? Komisches Geräusch. Wer ist da? Hi. Ist noch niemand. Alter. Halleluja, Baby. Okay. Ich weiß, auch hier sind Schränke, in denen wir uns zur Not verstecken können. Okay, ich mache das jetzt mal. Hey, vielleicht kann ich ja morsen. Vielleicht ist hier Robinson Crusoe auf seinem Faltboot unterwegs und SOS. Dreimal kurz. Dreimal lang. Und dreimal kurz. Das wär's, wenn das jetzt ein Easter Egg wäre, dass man das Spiel so abschließen kann. Ich würde. Und ich wäre der Erste, der es rausgefunden hätte. Meine Fresse. Das Video hätte bis nächste Woche 1 Million Aufrufe. Na, man kann's ja mal versuchen. Okay. Gehen wir mal nach oben. Bringt ja eh nichts. Tja, der Hubschrauber. Ich hab nicht ein nützliches Ding bei mir. Also, ne? Was. Nicht, was ihr jetzt vielleicht denkt. Okay, wir laufen langsam. Ich sehe mich noch in Folge 50 hier rumeiern. Ohne auch nur die geringste Hoffnung, dieses blöde, schwimmende Scheißschiff, schwimmendes Scheißschiff, jemand zu verlassen. Naja. Hallo, Lampe, du leuchtest so hell. Meine Taschenlampe auch. Kleine Taschenlampe, brenn, schreib ich lieb dich in den Himmel. Ich wollte eigentlich Seemannslieder singen. Jetzt geht hier der Alarm los. Okay, ich gehe. Treppenhaus. Treppenhaus, verdammt. Halt die Klappe. Oh. Mir fault gleich der Gehörgang weg hier. Was ist das hier? Es ist nur Quatsch hier. Nur Scheiße. Unnützen Plunder. Tür auf. Super, ein Tank. Ein Tank. Gott sei Dank.
Okay, klick. Oh, Schallplatte. Kann ich das abspielen? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, aber ich will es gerne mal versuchen. Hä? Geht nicht? Warte mal. Vielleicht spielt der selbst schon ein Seemannslied ab. Hey, ich kann mich als DJ betätigen. War ja klar, dass du wieder unterwegs bist. War ja klar. So, ich habe mir hier mal den Text rausgesucht, denn den konnte ich nicht auswendig von einem lustigen Seemannslied in dieser Folge. Nämlich, nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Ist das nicht schön? So, erstmal starten wir ein neues Spiel. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, deine Reise? Bis zum Südpol, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit in die weite Welt hinaus. Fährst du heim, Kapitän, kehrst du gerne in die Heimat zum Mutter nach Haus. Fährst du heim, Kapitän, kämen wir gerne in die Heimat zurück nach Haus. Bumm. Da. Boah, genau richtig getimed. Der Ladebalken. Ich könnte ja in jedem Ladebalken jetzt schon... Ach nee, Gott. Das will ich euch dann doch nicht zutrauen. So. Jetzt möchte ich mal sehen, ob ihr noch mehr Folgen sehen wollt. Grün, rot, grün, rot, grün. Geht da die Tür auf? Ich will die Tür öffnen. Genau so. Ach, das Spiel bringt mich um den Verstand. Ich weiß, da ist nicht viel, um was es mich bringen kann. What the shit, Kamera, halt die Klappe. Ah, jedes Mal. Hier, Kamera, hast du. Ausrasten. Ja, Kartenspiele, ich brauch was Nützliches. Scheiße. Langsam raste ich aus. Das ist wie bei Vanish. Die ersten paar Folgen war ich noch guter Dinge und alles, das wird schon klappen. Irgendwann ist die Stimmung umgeschlagen und es war alles nicht mehr so. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, schöne Bilder. Okay. Eine Winterlandschaft. Was macht ein Bild von der Winterlandschaft auf dem Schiff? Richtig. Hängen. Komm, ich brauche noch ein Zimmer. Da. Schraubenzieher, Smashables, ach, lecko mio. Auf dem ganzen Schiff gibt's nur unnützen Plunder. Was ist das? No, Mann. Okay. Die mich jetzt erwischt, die blöde Kamera. Alter, Wattenspiel. Ich... Wow, Durchsichtige! Der Durchsichtige! Bleib in Ruhe! Du blöder Matrosen! Fraggle! Ja. Ich bin schnell! Du bist langsam! Ich bin schlau! Du bist blöd! Ich geh hier lang! Wollen wir mal sehen, wie ich laut. Ich könnte mal in den Schrank gehen. Ich könnte mal in den Schrank gehen. Wie wär's denn? Hopp! Tür zu! Lampe aus. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Na, landen in die weite Welt hinaus. Haha. Ich glaube, vom Singen hat der auch nicht so viel Ahnung. So wie ich. Okay, jetzt geht's voran. Mann, immer wo ich bin, scheißegal. Die ganzen Gegenstände, die ich brauche, sind auf der anderen Seite. Bin ich unten, sind die Sachen oben. Bin ich oben, sind die Sachen unten. Bin ich in der Mitte, sind sie in der anderen Mitte. Es ist sehr kompliziert, dieses Spiel. Was ist denn hier, Lu? Klack. Ja, super. Einen Benzinkanister. Soweit, so gut. Jetzt
weiß ich wenigstens, mit wem ich zu tun habe. Der Durchsichtige, der ist ja besser als der Lila, ne? Was ist hier? Was ist hier? Anti-Rost-Schutzmittel. Werkzeugkasten. Unnützen Scheißdreck. Diese Folge wird wieder eine absolute Nullnummer. Ich sehe das schon kommen. Yeah, Hauptsache Dampf. Grudi. Hep. Gehen wir denn mal lang. Ich laufe auch immer zu schnell. Wir haben doch eine Fuse. Eine Fuse. Klick. Geh rein. Klick. Und klick. Nicht die Tasse nehmen, den Hebel umlegen, du Depp. So. Wahrscheinlich haben wir jetzt wieder nur die blöden U-Boot-Batterien hier. Oh, nee. Was ist denn das? Was ist das denn? Ach, guck mal, das war ein Rucksack. Seht ihr jetzt, das Inventar ist jetzt größer geworden. Wir haben jetzt mehrere Slots. Das ist ja cool. Das ist ja ganz was Neues. Vorher hatten wir 5 Slots, glaube ich. Jetzt haben wir 3 mehr. Dachte schon, hä? Ich dachte schon, ey. Das ist cool. Aber da sieht man mal, wie schwer die Sachen zu finden ist. Folge 10. Jetzt erst finde ich dieses Ding. Das kann nicht dein Ernst sein. Da ist noch so ein Kasten. Ist da eine Fuse drin? Natürlich nicht. Und ich habe auch keine mehr. Oh, aber ein Glowstick. Den nehme ich mit. So. Leuchte grün, mein kleiner Glowstick. Okay. Smashable. Da ist eine Fuse. Da war mal das Klebeband in so einem Schrank, aber ist auch schon lange her. So, Fuse. Wo war der Kasten? Da war der Kasten. Wozu ist der jetzt gut? Na, schauen wir mal. Blick! Dip. Ach, das Licht geht an. Ist das alles? Es bringt mir... Wozu? Weswegen? Ich weiß es nicht. Musik ist cool. Geräusche nicht so. Okay. Wisst ihr was? Wir gehen nach oben. Nee, wir gehen nach unten. Wir sind Deck 3. Komm runter. Oben war nur Plunder. Drum gehen wir mal runter. Oh Gott. Mach, dass es aufhört. Nicht das Spiel, sondern mein komisches Gequatsche. Ja, ja. Hey! Hier sieht's ja mal ganz anders aus, ne? Schön. Glowstick, ja! Schon lange nicht mehr eingesammelt. Hä, Smashable brauche ich nicht. Okay. Oh, die Eieruhr! Geile Scheiße. Da werde ich den durchsichtigen Deppen mal ganz doll auf eine fiese, auf eine falsche Fährte lenken. Ach, dieses Spiel. Nochmal vielen Dank an den lieben Kollegen auf Steam, der mir dieses Spiel geschenkt hat. Hab mich sehr gefreut, ja. Ich bin mal kurz still, um meine Gedanken zu sortieren, was wir als nächstes machen. Und wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung. Richtig. Alter! Komische Cargo-Boxen-Scheiße hier, das bringt mich doch. Oh, warte mal. Da waren schon öfters mal nützliche Dinge. Oh. Nee. Da haben wir immerhin einen zweiten Kanister. Das heißt, den Hubschrauber können wir schon mal betanken. Ach nee, das Nest von diesen Deppen. Da ist er ausgebüxt. Ausgebüxt ist er hier. Ne? Ganz keck und frech ausgebüxt. Okay, wir klettern.
Wehe klettern und da noch mehr. Pfui, Deibel, ist das eklig. Okay. Wir hier mal hin. Yep. Das ist alles so riesig groß. Wie soll ich denn hier meine Sachen finden? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da ist noch ein Türchen. Ja. What the? Ach du, ich sollte mal gehen. Tür zu. Ah, da hat er jetzt aber keine Motivation gehabt, mir zu folgen. Einfach mal mich erschreckt. Spielst du Katz und Maus mit mir oder hast du mich inzwischen ein bisschen lieb? Ne, vielleicht. Man weiß es nicht. Vielleicht will er nur mal gucken, was ich so mache. Ich meine, inzwischen kennen wir uns eine Zeit lang. Ich hab die drei auch ins Herz geschlossen. Den lilanen jetzt vielleicht nicht so, aber hier rosa Leuchtemonster. Rosa sage ich. Orange. Orange Leuchtemonster und hier der durchsichtige Depp. Da, das sind schon zwei lustige Gesellen. So, jetzt sind wir hier. Das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles nichts. Das ist alles scheiße hier. Was ist das? Lampen. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm auch hier die Kaffeetasse mit. Denn das Monster, Monster, ist ja totaler Shit. Kann ich das bedienen? Nein. Oh, warte mal hier. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Ah, ein Zippo. Na, machen wir doch mal wieder romantische Abendbeleuchtung. So. Wo zum Donnerwetter ist auf diesem verfickten Schiff diese Klebebandrolle? Ah, Mann! Shit! Ja, Tab. Was denn? Looks like a local phone system. Das habe ich schon mal versucht zu... ja, habe ich auch schon. Aber irgendwie ging es nicht. Da brauche ich eine Fuse und irgendwie weiß ich auch nicht, was man damit machen kann. Deswegen scheiß drauf! Vielleicht hat es was mit dem U-Boot zu tun. So hier unten. Könnte sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich rede schon wie Stefan Raab. Meine Damen und Herren. Verstehst du? Man weiß es nicht. Okay. Da ist noch eine Türchen. Oh, hi. Kontrollraum. Okay, da ist eine Fuse. Immerhin. Das ist auch das Einzige. Mein Gott, das ist alles so unglaublich verstreut. Ich werde wohl nie was finden hier. Es... Monsterchen hat auch schon keinen Bock mehr, mir zu folgen. Okay, er kommt. Er kam schon wieder durch dieses Lüftungsding. Okay. Ah, jetzt hat er wohl doch mal Bock, mich zu hetzen, verfolgen, jagen. Denn er denkt sich, es wird allmählich Zeit, die Folge zu beenden. Und ich glaube nicht, dass das nochmal was wird in dieser Episode. Ich hab ja nichts, nichts. Weder irgendwas für das blöde Rettungsboot, noch für das blöde Helikopter-Gedönse. Oh, jetzt gehe ich wieder runter. Der ist ja schlau. Super schlau. Da gehen wir hier lang. Bam. Ja. Pass auf, ich laufe dem gleich voll in die Arme. Ich sehe es kommen. Okay. Wo lang nun hier, meine Güte? Treppe hoch. Okay, alles gut. Okay. War ich nicht auf Deck 3 schon gewesen? Oh, mein Feuerzeug geht nicht mehr. Schön. Oh.
Ha! Das ist meine Taschenlampe. Selbst mein XXL-Super-Rucksack ist inzwischen total voll. So. Was sind das für doofe Treppenhäuser? Ich möchte gerne mal ein Stockwerk... Ah, okay, hier. Ja, hier war ich schon auf diesem blöden... Oh! Ich glaube, ich spinne! Hey, Wo war das andere Treppenhaus? Wo warst du? Treppenhaus! Oh Gott, diese Musik! Wo bist du? Monster! Monster! Da bist du! Yeah! Gib 5, du Schweinebacke! Ah, das war ja mal die planloseste Folge von allen. Aber ich hoffe, mein Seemannslied hat euch wenigstens gefallen. Es geht also weiter mit Monstrum. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.